So, hallo, dieses jetzt nochmal ein kleines Video zum Multitalent Fritzbox. Angenommen folgendes Szenario, wir haben ja eine Fritzbox, steht ja also rum, angeschlossen natürlich an das Internet, muss zwar nicht, aber in meinem Beispiel jetzt hier mal per DSL, kann aber selbstredend genauso gut über eine Kabel-TV-Leitung oder über Mobilfunk sein, das ist egal. Wenn die Fritzbox jetzt auch noch für Telefonie nach draußen, also extern eingerichtet ist, macht das Prozedere ja am meisten Sinn. Prinzipiell geht es auch ohne Leitung zur Außenwelt, also quasi nur netzwerkintern. Jedenfalls ist auch hier wieder die Technik egal, entweder Festnetz, Internettelefonie, also Voice-over-IP, und meinetwegen halt auch wieder über Mobilfunk. Außerdem gibt es noch eine zweite Fritzbox, dazu aber später. Im Beispiel haben wir jetzt auch noch ein Telefon mit der Fritzbox verbunden, also mit der ersten Fritzbox. Hier jetzt so ein klassisches kabelgebundenes Tischtelefon, kann aber auch natürlich schnurlos oder einfach nicht vorhanden sein. Auch hier ist dann auch wieder die Technologie völlig irrelevant. An der zweiten Fritzbox auch. Unser Gateway hier ist also universal. Die zweite Fritzbox steht übrigens in einem ganz anderen Raum. Da schöne dicke Mauer dazwischen, zumindest jetzt hier in meinem Exempel. Und dieses Gerät hat auch keine direkte Verbindung zum Internet, sondern ist quasi als Client an der ersten Fritzbox angeschlossen, und zwar beispielsweise per Ethernet-Kabel. Die Fritzbox unterstützt das ja in der Regel per LAN und per WLAN. Nun soll an der Fritzbox Nummer 2 ein Telefon beliebiger Art angeschlossen sein, mit der Möglichkeit, jemanden extern anzurufen, aber auch andere Telefone, die in den beiden Fritzbox-Geräten eingerichtet sind, sprich intern. Und das Ganze logischerweise nur über die bestehende Netzwerkverbindung. Wie so gut wie nicht zu erkennen ist, habe ich jetzt hier mal die Benutzeroberfläche einer Fritzbox aufgerufen. Das hier soll die erste Fritzbox sein, die direkt am Internet hängt. Wie man diese Web-Oberfläche hier erreicht, ganz einfach. In jedem x-beliebigen Browser unter einem x-beliebigen Betriebssystem die URL fritz.box aufrufen oder einfach die IP-Adresse 192.168.178.1 eingeben, ja jeweils mit Punkt statt Pause. Im Standardfall. Ich bin aber ziemlich sicher, dass so gut wie jeder Zuschauer die Konfigurationsoberfläche der Fritzbox kennt. Dementsprechend brauche ich da ja jetzt nicht näher drauf einzugehen. Bitte nicht wundern, warum hier so viel zensiert ist. Also ich bin weder die russische noch die chinesische Regierung. Aber das hier sind alles irrelevante Informationen für dieses Video. Die wollte ich euch ersparen und ich wollte den ganzen Scheiß auch nicht unbedingt preisgeben. Die Methode, nach der das Ganze hier funktioniert, ist simpel wie genial. Der Trick hinter der ganzen Sache ist nämlich, in der ersten Fritzbox tragen wir ein Telefon ein, und zwar ein IP-Telefon. Diese Schnittstelle nutzt die zweite Fritzbox, um sich anzumelden, und zwar fungiert die erste Fritzbox dann quasi als Internet-Telefonie-Anbieter für die zweite Fritzbox über eben die Schnittstelle mit diesem Telefon. Legen wir mal los, würde ich sagen. Zuerst öffnen wir das Untermenü Telefonie. Hier in der linken Spalte. Ein kurzer Klick genügt. Und schon haben wir hier mehrere Unteroptionen zur Auswahl. Unter anderem Telefoniegeräte. Das ist auch der Punkt der Wahl. Und zwar bekommen wir jetzt hier eine Auflistung. Falls schon Telefone angeschlossen bzw. auch eingerichtet sind, dann sehen wir die hier. Falls noch keine, ist das auch nicht schlimm. Weiter geht's mit einem Klick auf Neues Gerät einrichten. Das neue Gerät wird dann die zweite Fritzbox. Ich kann nicht sagen, ob das hier auch mit anderer Hardware funktioniert, also sprich mit anderem Modem bzw. Router bzw. Access Point von anderen Herstellern als AVM, weil mir nicht bewusst ist, ob AVM dieses Feature hier explizit eingebaut hat oder ob das sowieso eine normale Funktionsweise von den IP-Telefonie-Standards ist. Dementsprechend Versuch macht klug, könnt ihr hier einfach mal ausprobieren und ich würde mich freuen, wenn ihr mir mitteilen würdet, weil mir stehen keine anderen Geräte außer Fritzbox-Modelle zum Testen hierfür zur Verfügung. Weiter geht's in jedem Fall auf Weiter, weil Telefon ist schon voreingestellt. Hier wählen wir den Punkt IP-Telefon. Ein IP-Telefon wird ja für gewöhnlich an den LAN-Port bzw. über WLAN mit der Fritzbox verbunden. Unsere zweite Fritzbox ja ebenfalls. Das hier sollte allerdings nicht IP-Telefon genannt werden, sonst könnte man nachher durcheinander kommen, sondern man gibt ihr einen aussagekräftigen Namen, wie zum Beispiel Fritzbox Nummer 2 oder ähnliches. Oder zweite Fritzbox oder Fritzbox unten, je nachdem. Der kann ja frei definiert werden. Als nächstes müssen wir ein Kennwort vergeben. Der Benutzername, den können wir uns jetzt schon merken, allerdings ist der auch später nochmal einzusehen.
Wir geben jetzt beispielsweise als Kennwort mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ein. Das muss nicht besonders sicher sein. Allerdings, Sicherheit ist nie falsch. Dementsprechend kann man eins vergeben, was nicht gerade 1, 2, 3 ist oder 0, 0, 0, 0. Weil das Ganze findet nur im Heimnetz statt. Allerdings kann es ja auch da schon mal Angriffe geben. Als nächstes wählen wir eine Rufnummer aus. Das mache ich hier jetzt mal. Allerdings sind die Rufnummern hier jetzt auch zensiert, wie ihr sehen könnt. Weil die muss man ja nicht unbedingt im Internet zeigen. Sonst kann man sich wieder über Spam-Anrufe freuen. Hier kann man dann noch definieren, auf welche Telefonnummer eingehende Telefonate durchgeleitet werden sollen an die zweite Fritzbox. Und die Nummer, die wir davor vergeben haben, also wir sehen jetzt hier zwei Spalten, Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen, also falls man mehrere Telefonnummern hat, dann ist hier die ausgewählt worden, die standardmäßig auf dem Display des Angerufenen steht. Und bei Rufnummer für ankommende Gespräche logischerweise die Rufnummer bzw. die Rufnummern, auf die die zweite Fritzbox reagieren soll. Übernehmen wir das Ganze und dann ist die Konfiguration an der ersten Fritzbox auch schon erledigt. Wir schalten jetzt um auf die zweite Fritzbox, wie man diese beiden miteinander koppelt. Da gibt es eine sehr schöne Anleitung von AVM direkt in der Wissensdatenbank von AVM und die ist auch in der Beschreibung verlinkt, falls das bei euch nicht schon der Fall ist. Zu sehen ist jetzt hier die zweite Fritzbox, beziehungsweise die Konfigurationsoberfläche der zweiten Fritzbox. Wie ihr seht hier, der Name hat sich geändert. Das hier ist jetzt eine Fritzbox 3370, beziehungsweise eine Fritzbox WLAN 3370. Die hat keine direkten integrierten Telefonfunktionen. Das spielt aber keine Rolle, weil das Ganze hier funktioniert trotzdem. Sie ist für Telefonie geeignet, theoretisch, und das reicht. Also für Internettelefonie. Es folgt ein Klick auf Telefonie mal wieder. Als nächstes aber nicht auf Telefoniegeräte, sondern auf eigene Rufnummern. Auch hier wieder gilt, wenn schon Rufnummern eingetragen sind, dann können die in der Regel ignoriert werden. Wenn noch nicht, dann kommt das jetzt. Und wenn es irgendwelche alten Nummern sind, die eh nicht mehr verwendet werden, dann können sie auch am besten rausgelöscht werden, dann kann es zu keinen Problemen kommen diesbezüglich. Neue Rufnummer und hier andere Anbieter. Das ist wichtig. Weil, auch wenn ihr beispielsweise jetzt hier bei 1 und 1 seid oder bei der Telekom, je nachdem, völlig irrelevant, ihr müsst andere Anbieter, wenn ihr das ganze Prozedere hier schon mal durchgeführt habt, dann könnt ihr auch hier aus der Liste auswählen. Allerdings im Standardfall andere Anbieter. Internetrufnummer, das ist die Nummer, die wir uns eben gemerkt haben, 623, die ist aber auch zu finden unter Telefoniegeräte, unter der internen Nummer. Das heißt, falls ihr diese extrem schwer zu merkenden drei Ziffern jetzt aus der Vergessenheit geraten sollen. Und glaubt mir, das ist mir auch schon passiert. Benutzername ist ebenfalls diese Nummer. Das Kennwort ist das von uns vergebene Kennwort. Registrar ist die erste Fritzbox. Die heißt in der Regel fritz.box. Wir können da fritz.box eingeben. Allerdings wird es wahrscheinlich sicherer sein, die IP-Adresse einzugeben. Deswegen empfehle ich 192.168.1.7.8.1 einzugeben. Natürlich nur, wenn das jetzt hier so mit dem übereinstimmt, welcher Aufbau bei euch der Fall ist. Ein Proxy-Server wird nicht verwendet, die restlichen Einstellungen können auch beibehalten werden. Es folgt ein weiterer Klick auf Weiter. Nochmal weiter. Jetzt wird das kurz gespeichert. Und ein Verbindungstest durchgeführt. Ja, die Prüfung der Internettelefonie war erfolgreich. Das lesen wir hier auch. Also, die zweite Fritzbox denkt jetzt quasi, sie hätte sich mit irgendeinem Konzern bzw. mit irgendeinem Provider verbunden. Also mit dem Internettelefoniedienst eines Internetproviders direkt. Allerdings hat sie sich mit der Fritzbox, die sich im selben Netzwerk befindet, verbunden. Das ist der aber egal. So, wir haben jetzt hier die Rufnummer 623 stehen. Das ist ja die Fritzbox erhalten hat. Allerdings ist diese Rufnummer nicht die natürlich beim Anrufer erscheint. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einem Freund anruft, dann steht auf seinem Display nicht 623. Das ist logisch. Das ist nur diese interne Rufnummer, die intern bei der Kommunikation zwischen beiden Fritzboxen verwendet wird.
Die Rufnummer, die extern ausgeht, ist die, die ihr eben auf der ersten Fritzbox gewählt habt. Wenn ihr jetzt hier aber ein Telefon einrichtet unter Telefoniegeräte, dann gibt es nur diese Nummer zur Auswahl. Beziehungsweise eventuell auch noch hier die beiden anderen. Die habt ihr aber in der Regel nicht, weil die nicht standardmäßig vorhanden sind, sondern die habe ich eingetragen, um verschiedene Kanäle zu haben, um beispielsweise verschiedene Telefone, verschiedenen Rufnummern zuzuordnen, um verschiedene ausgehende Rufnummern und verschiedene eingehende Rufnummern zu haben. So, jetzt noch kurz die Frage geklärt, was ist denn, wenn man intern telefonieren möchte, von dem einen Telefon, was an der einen Fritzbox angeschlossen ist, zu dem anderen Telefon, was an der anderen Fritzbox angeschlossen ist. Dann gucken wir in der ersten Fritzbox, aha, welche interne Nummer hat denn die zweite Fritzbox? Und dann nimmt man das Telefon, was mit der ersten Fritzbox verbunden ist, und wählt Stern, Stern und dann eben die interne Rufnummer. Und wenn man vom zweiten Telefon mit dem Telefon an der ersten Fritzbox telefonieren möchte, dann wählt man nicht nur Stern, Stern und dann die gewünschte Nummer, sondern man wählt Stern, Raute, Stern, Stern und dann die gewünschte interne Nummer am oberen Telefon, beispielsweise, sei es jetzt mal bei einem analogen Telefon die 1, also Stern, Raute, Stern, Stern, 1. Weil dieser Stern, Raute-Befehl, der bewirkt, dass die Wahl 1:1 weitergegeben wird an die erste Fritzbox. Also dann wird nicht schon das Stern, Stern weggenommen und versucht zu vermitteln, sondern dann wird nur das Stern, Raute weggenommen und an die erste Fritzbox wird übergeben, hier, Stern, Stern, 1 ist für dich, gib mal durch. Dementsprechend landet man dann auch bei dem Telefon, was an der ersten Fritzbox angeschlossen ist. Beziehungsweise an dem gewünschten Telefon, was an der ersten Fritzbox angeschlossen ist, wenn es mehrere sind. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich und wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und beim Telefonieren. Danke fürs Ansehen. Tschüss.